Glück auf und herzlich willkommen zu den Chronik einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ja, und wir sind immer noch auf einer Höhlentour. Ihr seht das hier an der Höhle und dass ich unterwegs bin. Also eine Höhlentour. Die dritte Folge, jetzt mittlerweile schon. Und wir mussten leider zu unserem Entsetzen feststellen, dass diese Höhle schon mal untersucht wurde. Deshalb werden wir jetzt entweder uns eine neue Höhle suchen oder neue Wege erkunden. Und hier sehe ich gerade, das scheint ein neuer Weg zu sein. Hier war nämlich noch keiner. Dann schauen wir doch einfach mal. Wir brauchen unbedingt Ressourcen für uns gerade. Und ich habe es in der letzten Folge schon kurz angesprochen gehabt. Wir wollen ein bisschen darüber reden. Wie sieht die Zukunft von Hundsgrab aus? Wie soll es weitergehen im Texte? Und in dieser Staffel vor allen Dingen auch. Natürlich will ich gerne mit euch zusammen wieder tolle Sachen bauen. Die Halle des magischen Wissens steht an. Also die Halle des Wissens, nicht magisch. Also magisch wird sie werden. Ihr wisst schon, was ich meine. Es wird eine Halle der Wissenssammlung werden. Ich habe da schon einige Pläne. Die werden wir bauen. Und noch etliche anderen Sachen. Und wir werden hier einen Klotz reinmachen, damit uns die Lava hier nicht aufbrennt. Und ich fange schon wieder an zu spitzen. Wir haben nicht immer noch 26 Grad hier drinnen. Ja. Mhm. So, Lava weg. Gleich wird's dunkel. Ich mache mal lieber eine Fackel an. Zack. Ha. Was war das denn? Ah, hier geht's noch runter. Sehr gut. Hier geht's noch runter. Aber nicht sehr weit, wie es aussieht. Und da hinten, das sieht mir schon wieder sehr beleuchtet aus. Aber nur, weil da ein Lavafluss runterkommt. Und ich höre Monster. Okay. Wir sind also anscheinend hier in einem unerforschten Teil gelandet. Das ist gut. Das ist genau das, was wir gesucht haben. Die Action, die wir gesucht haben, sozusagen. Ja, die Halle des magischen Wissens soll errichtet werden. Ganz tolle Gebäude wollen wir noch bauen. Es sind da noch einige in Planung. Die Formel Schweinstrecke soll endlich weitergebaut werden. Und dann soll es auch die ersten Formel Schweinsrennen gehen. Da bin ich schon ganz heiß drauf. Und ihr sicherlich auch. Und Gold haben wir schon wieder gefunden, das ist gut. Gold ist immer gut. Für die Staatskasse von Hundsgrab. Damit wir uns dann auch solche Bauten wie die Halle des magischen Wissens überhaupt erlauben können. Gold habe ich doch eingesammelt, ne? Ja, nur Cobblestone nicht. Ja gut, damit können wir leben. Gehen jetzt auch nochmal hier runter. Und holen uns hier die Kohle, die hier in der Wand auf uns wartet. Denn, oh, auch Kohle ist selten geworden. Also ist knapp geworden. Oh, da müssen wir aufpassen. Sollen wir bestimmt gleich mal Wasser runterkippen. In diese Halle, die sich da gerade auftut. Diamanten! Warst du laut jetzt? Entschuldigung. Wir haben die ersten Diamanten gefunden. Unglaublich. Also nicht den ersten überhaupt. Ist also nicht der allererste Diamant, der jemals gefunden wurde, aber den ersten auf dieser Höhlentour. Wie schön, ich freue mich. Ein Ast. So, ausgeleuchtet haben wir auch. Und die Diamanten nehmen wir natürlich mit. Dafür packen wir gleich mal was beiseite. Hier die ollen Knochen zum Beispiel. Okay, Diamanten. Behutsamkeit, ne? Zack. Einer. Ist das dein Ernst, Höhle? Ist das dein Ernst? Einer. Eine Unverschämtheit sondergleichen tut sich auf. Na gut, wir haben einen Diamanten gefunden, immerhin. Einer? Echt? Na gut. Man muss auch mit kleinen Sachen zufrieden sein. Da oben ist noch Kohle, die holen wir uns auch. Ja, wir sind auf einer großen Tour und es geht auch um die Zukunft von Hundsgrab so ein bisschen. Wie soll es weitergehen? Wie lange soll es weitergehen? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es geht noch sehr, sehr lange weiter. Ich habe nämlich noch riesigen Spaß an dem Ganzen und noch ganz viele Ideen. Also auf jeden Fall wird es im Sumpf weitergehen. Es wird an der Formel Schweinstrecke weitergehen. Wir warten natürlich alle jetzt schon ein bisschen sehnsüchtig auf die 1.9. Und was die bringt, wahrscheinlich einen neuen Enderdrachenkampf, den wir dann zusammen mit allen, mit der Community und so, na, das wird jetzt schwer, da jetzt nur die Kohle raus zu extrahieren. Ja, jetzt geht's. Kohle. Den wir dann zusammen mit der ganzen Community, wollen wir ja nochmal gegen den Enderdrachen kämpfen. Gegen den zweiten beschworenen Enderdrachen sozusagen, denn der Kult ist ja immer noch aktiv. Und dann müssen wir uns auch langsam um die Hintermänner des Kultes kümmern, versuchen, da rauszufinden, wer das ist und alles. Aber es gibt noch so viel zu tun. Durch Moorbrück soll ja Hundsgrab, diese ganzen Einblendungen hier. Durch Moorbrück soll ja Hundsgrab zusammenwachsen mit der Hexenwacht,
Das ist ja auch noch so ein großer Plan von uns. Und ja, es gibt also noch viel. Es gibt noch einfach so viele Geschichten, die noch erzählt werden wollen aus unserer Welt, dass das also noch lange, lange weitergehen wird. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also das steht schon mal fest. Das heißt, wir werden auch im nächsten Jahr wieder einen Bürgermeister wählen. Ich habe da noch überhaupt keine Absichten, das Ganze irgendwann zu beenden. Ist so eine gute Nachricht, oder? Ne? Könnt ihr auch sagen, ach, wisst ihr, jetzt 1000 Folgen, Feierabend. Das würde ich nie machen. Nee. Dafür macht es, wie schon gesagt, viel zu viel Spaß, das Ganze hier. Und wir haben keine Fackeln mehr. Ah doch, hier, 32. Sehr gut. Dafür macht das Ganze echt viel zu viel Spaß und ihr seid eine viel zu viel gute Community. Ich bin natürlich auch immer noch, für Vorschläge dankbar von eurer Seite. Wenn ihr jetzt noch coole Ideen habt, was in Hunsrück noch gebaut werden kann. Aber wie schon gesagt, wenn da jetzt erstmal ein bisschen ruhiger ist, jetzt wegen Sommer und Hitze und bla bla bla, ist es auch nicht schlimm, denn wir haben noch sehr viel Stoff, einfach was wir noch sogar noch verarbeiten müssen erstmal, was wir erstmal noch aufarbeiten müssen, was noch fertig gebaut werden muss. Alleinbaubrück ist ein Riesenprojekt. Auch wenn es alles nur kleine Bauten sind, ist es doch im Endeffekt ein Riesenprojekt, denn es ist eine sehr große Fläche, die da bebaut wird. Und das alles mit sehr kleinen Gebäuden. Also da wird es keine riesigen Tempelanlagen oder sonst was geben, die einfach mal so einen Kilometer füllen. Ach ja, das Hunsgraber Schloss muss noch auch noch gebaut werden. Also wie schon gesagt, da ist noch, wir haben straff zu tun. Wir haben straff zu tun. Und ja, auf dem Community-Server, da war... Was? Ich habe da keine Zeit jetzt. Ich bin noch hier am... Erzähl mir den Leuten. Ja, spinnst du oder? Kommt da einfach, ich erzähle hier mit euch, wisst ihr? Und der quatscht hier zwischen. Naja, so sind sie. Keine Fleisch mehr auf den Rippen, aber hier dazwischen quatschen wollen. Das haben wir gerne. Also, wie schon gesagt, es gibt noch sehr, sehr viele Sachen, die wir noch zusammen erleben werden. Und ja. Und noch viele, die wir bauen müssen. Zum Beispiel das Schloss von Hunsgrab, also das große Schloss, wo dann auch so Staatsempfänge, wenn also der Shadow, unser Stadtherr sozusagen, das nächste Mal kommt, also der, der uns das Stadtrecht gegeben hat, wenn der das nächste Mal kommt, dann müssen wir den natürlich in einem Schloss empfangen, damit er auch sieht, okay, ich habe Hunsgrab nicht nur Stadtrecht gegeben, einfach so, und die haben das genommen, und da hat sich nicht mehr viel getan, die haben nur ein altes Sumpfmoordorf gebaut. Nee, der muss schon sehen, okay, da tut sich auch wirklich was. Da geht's weiter, ne? Es geht weiter und es geht voran, vor allen Dingen auch. Das ist auch sehr wichtig. Wo geht's denn hier voran überhaupt? Ah, hier hinten. Kommt Wasser durch. Okay. Könnte dann eine weitere Höhle sein. Oh ja, ich höre, das ist böse Höhlengeräusch. Das Großhöhlengeräusch sozusagen. Und fließt das hier raus oder fließt es da rein? Da fließt es raus. Zack. Zu damit. Und da, ne? Hui. Ich muss mal ganz kurz... Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz den Kopfhörer so ein bisschen lüften. Mir haben mich schon die Ohren gebrannt. Wie Feuer. Ach ja, diese Kopfhörer. Naja. Oh. Spawner. Spinnspawner. Ja, toller Spinnspawner. Kommt da nicht raus, ne? Ich habe mich verbaut, könnte man auch sagen. Da sitzt noch eine. Und da hinten sitzt auch noch eine. Komm mal her. Ja. War das eben dein Kopf oder war das dein Hintern? Haha. deaktivieren. Spin Spawner ist deaktiviert. Kisten. Brot. Eisen. Naja, und Eimer. Aber wir können ja vielleicht ein bisschen kramlos werden. Wie wär's mit Cobblestone und Kies? Brauchen wir nicht unbedingt. Cobblestone und so. Dann können wir ja theoretisch hier nochmal eine Werkbank machen. Eine Werkbank. Zack. Schade, ein schöner Spawner. War jetzt nicht ganz so viel drinne, aber egal. Boah, wir haben noch nicht mal ein Stack Eisen. Ein Diamant und nur ein paar lächerliche. Naja. Aber wir haben schon ziemlich viel Kohle. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Zack und zack und zack und zack. Und zurück. Zack. Dann können wir hier noch, da können wir auch noch Kohlebratzen rausmachen. So und so und so und so. Dann haben wir ja schon 28 Kohleblöcke und noch ein bisschen Kleinkohle.
Kleingeld sozusagen. Naja, naja, gehen wir mal weiter. Aber das Schöne ist, dass hier noch keiner war in der Ecke. Also hier war wirklich noch keiner. Wir können uns hier also voll ausleben. So, das nehmen wir mit. Das Eisen steht uns sehr gut zu Gesicht. Früher hätten wir auf jeden Fall hier den moosigen Cobblestone abgebaut. Das machen wir heute nicht mehr, denn heute können wir den selber herstellen mit Lianen einfach. Ich bin nichts übersehen, ne? Ja, die Eimer, ja, die sind aus Eisen, ich weiß. Aber nee. Ah, hier ist Ende. Okay. Und unser letzter Tod ist gar nicht so weit entfernt. Der wird immer noch eingeblendet. Das ist total deprimierend. Hier waren wir schon. Gut, gehen wir wieder zurück und in die große Höhle zurück, würde ich sagen. Ja, ja, Freunde. Da oben haben wir sogar noch Lapis Lazuli vergessen. Den brauchen wir doch so dringend zum Zaubern. Wir könnten jetzt hier zurückgehen. Oder da oben weiter, oder? Ging es hier oben noch irgendwo weiter? Nö. Da kommen wir her, ne? Oh, guck mal, hier haben wir überall Kohle rumliegen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, hier geht's noch weiter, okay. Dann gehen wir jetzt nach hier. Ich höre Lava. Ich höre Lava. Wo sind wir gerade da? Die ist gar nicht so weit entfernt. Die ist unter uns. Kann das sein? Ich möchte echt mal wissen, woran man das sieht. Wo die Kohle ist. Ach, herrje. Na gut. Nehmen wir erstmal die, die in der Wand ist. Die nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. So. Hier ist der Gang zu Ende. Aber wenn ich gucke, ist unter mir entweder unter mir oder so eine große Höhle. Ha. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ist da hinten noch Gold? Ich dachte, hätte ich Gold übersehen. Wir gehen einfach mal zurück ein Stück. Und dann gehen wir in eine andere Richtung. Da waren wir schon ziemlich weit unten eigentlich. Huiuiui, jetzt wird es wirklich schon wieder warm. Das ist echt momentan nicht einfach hier aufzunehmen, wenn es immer so warm ist. Naja. Aber ich will ja nicht rummeckern, ich will ja nicht rumheulen. Ah, guck mal, hier ist noch ganz viel. Unerforschtes. Einmal nach da und einmal nach hier und ich glaube, wir gehen erstmal nach hier. Ah, hier kommen wir her, okay. Hier sind wir rübergekommen. Gut, dann gehen wir jetzt den linken Weg. Den haben wir nämlich auch noch nicht erforscht. Mal sehen, wo der uns hinführt. Vielleicht nur noch draußen. Wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon so genau? Ich nicht. Wir haben einen Diamanten tatsächlich. Einen einzigen Diamanten gefunden. Haben uns da riesig drüber gefreut zwar. Aber es war trotzdem nur einer, ne? Und wenn man bedenkt, dass ich mal in einer Aufnahme irgendwie 50 gefunden habe, ist das schon etwas ernüchternd. Naja. Aber hier Eisen brauchen wir auf jeden Fall auch. Und Kohle brauchen wir ganz viele. Haben wir jetzt schon ein bisschen was gefunden. Naja. Dann wollen wir doch auch nicht meckern. Man soll ja auch mit kleinen Sachen im Leben immer zufrieden sein. Ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch noch unsere ganzen Minen. Da können wir auch nochmal Diamanten erfarmen. Sozusagen. Oh, hier geht's auch noch weiter. Aber wir kommen langsam wieder nach oben. Kann das sein, dass dieser Gang immer weiter nach oben führt? Und eher nicht in Richtung der besagten Diamantos und sowas? Bestimmt. Die Musik ist schon gruselig. Und wenn der Gang jetzt hier endet, ist es auch total gruselig. Er endet. Ja, er ändert. Da ändert sich einiges. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmen wir alles mit. So, gut. Wir haben uns noch nirgends ein Bett gebaut. Das heißt, wenn wir drauf gehen, spawnen wir tatsächlich wieder in Hundsgrab und haben alles verloren. Das ist total bescheuert, was ich hier mache. Eigentlich. Aber naja, was ist denn heute überhaupt von Tag dann? Wir haben jetzt ja schon den... Aber die erste Folge war am Mittwoch, hatte ich gesagt, ne? Die zweite Folge war am Donnerstag. Jetzt ist schon Freitag. Oh, da sind wir schon richtig gut dabei. Da sind wir schon richtig gut dabei. Kann man nicht anders sagen. Wahrscheinlich. Beim Konzerten gehen und sowas. Der Zordern und der ich. Da haben wir schon unseren Spaß. Ja, was machen wir jetzt hier? Gerade durch erstmal. Richtung der Höhle da hinten. Ach, guck mal, wir sind fast wieder beim Ausgang. Kann das sein? Da hinten sind wir reingekommen. Ist also gar nicht so weit. Wir sind noch gar nicht so weit gegangen eigentlich. Doch, doch, das ist so. Ich gehe mal quer rüber. Ich gehe einfach mal quer rüber. Vielleicht stoßen wir da auf irgendwas.
Interessantes. Ja, schaut mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben keine Fackel mehr dabei, das ist schlecht. Und ich werde jetzt hier keinen Kohleblock hinsetzen, das ist viel zu teuer. Seid ihr wahnsinnig? Ich setze erstmal einen Erdblock hin. Hui, ist es warm. Ich trinke mal einen Schluck. Oh. Lecker. So, wir bauen uns eine Werkbank. Wir bauen uns eine Werkbank. Wir haben ja Holz noch dabei, straff. Eine Werkbank. Ihr habt da mitgezählt, wie viel der Werkbank ist denn das jetzt, die ich baue? Waren bestimmt schon einige, oder? Hat schon einige. Es ist jetzt ein bisschen Durchhalteparole hier angesagt. Denn einerseits würde ich ganz gerne einfach jetzt aufhören und sagen, oh nee, komm, ist zu warm. Andererseits möchte ich natürlich auch für euch die Folgen vorproduzieren. Und da ist mir, glaube ich, Letzteres ist mir echt wichtiger. Dass ihr wirklich nicht ganz allein seid die ganzen Tage und hier folgenlos, dass das nicht folgenlos bleibt hier. Und deshalb machen wir einfach weiter. Ich beiße die Zähne zusammen, ertrage die Hitze und mache weiter. Mal sehen, ob ich es echt schaffe, 5 Folgen zu produzieren in eins durch. Dass wir hier bis Sonntag tatsächlich Folgenstoff haben. Das ist auch so ein bisschen Challenge für mich jetzt. Kann man nicht anders sagen, denn boah. Alter Verwalter. Okay, es geht runter, Gunter. Ich höre Lava. Aber hier geht's auch rauf. Klauf. Es geht auch wieder rauf. Ich würde sagen, gehen wir erstmal rauf, ne? Gehen wir erstmal hier rauf. Hier oben warm war sogar schon. Mal sehen, was hier uns hier jetzt wieder erwartet. Alter, was wir hier schon für Umwege gemacht haben. Durch wie viele Höhlenabschnitte wir hier schon durchgelatscht sind. Einfach. Mal sehen, wo wir jetzt uns hier wiederfinden. Die letzte Zeit geht es gefühlt immer sehr nach oben. Hier ist ein Monster irgendwo. Hier hinter? Könnte sein. Könnte sein, dass sich hinter was verbirgt. Ach ja, die Höhle macht es uns nicht einfach. Also wir hatten das in letzter Zeit ja sowieso total oft, dass wir immer so Höhlen hatten, die so rumgezickt haben, oder? Am Anfang bist du noch in eine Höhle gegangen, oh riesig, oh guck mal, noch riesiger und boah, was für ein Ding. Aber die letzten Höhlen, die wir betreten haben, das waren alles voll die Zickenhöhlen. Die haben alle ihre... Boah, hier war aber einer fleißig, war ich das? So deutlich leuchtet doch nie aus, oder? Niemals. Niemals leuchtet er so deutlich eine Höhle aus. War die da hier so ausgeleuchtet? Hier kommen wir her. Das sieht doch schon aus, so leuchtet doch eine Höhle maximal aus, wenn es hier jetzt einen Ausgang gibt. Fackel links, Fackel links, Fackel links. Da oben steht eine Kuh. Sind wir draußen oder was? Tatsache. Was? Wo denn? Wie denn? Was denn? Wo? Wo? Ach, wegen der Sonne oder was? Oh, guck mal, wo wir raus... Wir sind genau da wieder rausgekommen, wo wir reingegangen sind. Ist das der Hammer? Ja, aber wir mussten feststellen, dass das hier nicht die richtige Höhle ist, meine lieben, tapferen Freunde. Denn hier war schon wer. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, in welche Richtung wir gehen. Und dann, ja, geht's gleich weiter. Hier, mit einer anderen Höhle höchstwahrscheinlich. Denn diese hat uns nicht das gegeben, was wir von ihr erwartet haben. Also, meine lieben, tapferen Freunde... Gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.